Du willst dich uns anschließen? Im Leben nicht. Ich bin nicht überrascht, dass Raiz sein Wort gebrochen hat. Aber der GRE lässt mich bestimmt nicht so einfach den Abgang machen. Crane hier. Bericht. Noch ein Auftrag von Raiz. Aber diesmal wird's schmutzig. Er zwingt mich, Schutzgeld von Überlebenden einzusammeln. Tun Sie, was er sagt, und bleiben Sie bei ihm. Sie wissen, worum es geht. Ja. Crane, Ende. Ich war einer der Typen im Schutzanzug. Team 4. Zwei Tage, bevor die Stadt gesperrt wurde. Wir sollten von Haus zu Haus gehen, nach denen suchen, die nicht krank waren. Also haben wir an die Türen geklopft und manchmal hörten wir eine menschliche Stimme. Und dann sind wir rein. Aber es waren Kranke. Tobende Irre. Nur ihre Stimmen klangen täuschend normal. Manche von ihnen waren nicht allein. Die Anzüge sind ziemlich robust. PVC mit verstärkter zweischichtiger Polyphaseeinlage. Wir dachten, wir wären sicher. Aber die Beißer haben sich da einfach durchgebissen. Ab und zu sehe ich alte Teamkameraden rumschlurfen. Echt deprimierend, sie so zu sehen. Aber weißt du, was lustig ist? Sie sind jetzt Beißer, aber sie können gar nicht zubeißen. Hey. Karim, ich bin bei der Werkstatt. Hast dir Zeit gelassen. Erledige den Job und zwar schnell. Das ist bloß die erste Station. Sind Sie Jafar?
Wer will das wissen? Mein Name ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass Raiz mich schickt und dass Sie ihm Geld schulden. Ich kenn dich gar nicht. Da könnt ihr jeder kommen, du Arschloch. Hau ab! Wie wär's damit? Ich brech dir beide Beine und schleif dich durch die Straßen zurück zu Raiz, hä? Dann kann er dir erklären, wieso du besser kooperiert hättest. Schon gut, meine Fresse. Du bist einer von Raiz Leuten. Nur die sind so widerwärtig. Hier, hier ist das Geld. Nimm's schon. Und wenn ich nochmal zurückkommen muss? Ich werde nicht mehr zicken. Mi casa es su casa. Tu mir bloß nicht weh, ja? Karim, ich bin's. Gedroht dem Alten die... Beine zu brechen. Und das hat funktioniert, oder? Als nächstes holst du den Tribut vom Fischerdorf ab. Geh ostwärts zum Tunneleingang. Ihr Bote wartet immer dort auf uns. Ich spiele den Laufburschen für Raiz. Er hat eine Menge Macht. Er hat vielen Angst ein. Und ob er das tut? Hör mal, die Zeit drängt. Uns geht das Antizin aus. Ich gebe es zwar nur ungern zu, aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich gebe hier draußen mein Bestes, Bracken. Ja, ich verstehe. Ich will nur, dass du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich bin auch infiziert, schon vergessen? Wenn das keine Motivation ist. Na gut, dann will ich mal hoffen, dass du es bald zum Turm zurückschaffst. Yeah.
Zum Henker war das? Karim, sowas habe ich noch nie gesehen. Dieser aufgedunsene Infizierte ist einfach explodiert. Ja, wir nennen sie Selbstmörder. Einige von uns töten mit ihnen andere Infizierte. Schießt man auf sie, vernichten sie alles in 3 Metern Umkreis. Du machst wohl Witze. Bleib auf Distanz, dann passiert dir nichts. Aber was ist mit dem Boten? War er dort?
Nein, hab niemanden gesehen, nur scheiß Zombies. Okay, dann musst du wohl zum Dorf gehen. Suche nach einem Mann namens Gerson. Okay, Karim, ich bin vor dem Dorf, aber da drin wimmelt's nur so von Infizierten. Dann räum auf. Wir werden für Schutz bezahlt. Dann schütz mal. Ich weiß nicht, ob ich so viele allein erledigen kann. Aber klar kannst du. Denn wenn nicht, kriegst du es mit Reis zu tun. Und du weißt ja sicher noch, was der mit Leuten macht. Ihn enttäuschen. Ich muss das Tor schließen, bevor noch mehr von den Biestern reinkommen. Hey, Rais schickt mich, um was für ihn abzuholen. Hier wirst du es nicht finden. Nicht in diesem Haus, auch nicht in der Nähe des Hauses. Gerson, an den musst du dich wenden. Hey, ist da jemand drin? Psst, nicht so laut. Das lockt die Monster an.
Ich habe sie beseitigt, aber verstärkt besser das Tor, eh noch mehr auftauchen. Sie haben sie alle beseitigt? Allesamt? Reis schickt mich. Sind Sie Gerstle? Ah, Sie arbeiten für Reis. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das reicht jetzt aber. Uns bleibt sonst nichts. Firkin, tu was. Ayla, bitte. Lass mich mit dem Mann reden. Du kannst uns nicht so behandeln. Firkin wird dir die Fresse polieren. Firkin, hau ihm eins aufs Maul. Ayla, sei, ich will keinen Ärger. Aber wir haben diesen Monat schon bezahlt. Ihr nehmt uns ja völlig aus. Das ist sowas von nicht mein Problem. Reis will sein Geld. Also zahlen Sie jetzt, oder ich sehe schwarz für Sie. Und Ihre Frau. Du machst uns keine Angst. Tritt ihm in den Arsch, Firkin. Halt den Mund, Ayla. Okay, hier. Das ist alles. Ein echter Kerl hätte ihn fertig gemacht. Ich gehe dann mal. Sie haben anscheinend größere Probleme als das Geld.